Mit vorweihnachtlich leuchtenden Augen empfangen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und Manfred Dankelmeier, Bürgermeister aus St. Martin am Grimming, den Weihnachtsbaum. Die steirische Fichte misst etwa 30 Meter und hat sich im Baumcasting vor Ort unter seinen 6 Mitkonkurrenten erfolgreich durchgesetzt. Der Baum ist schön, das sieht man jetzt schon, der ist sehr prachtvoll, der ist auch sehr mächtig, er ist über 100 Jahre alt. Und ich bin einfach nur dankbar, dass wir ihn haben können. Ich glaube dann, auch wenn Ästchen dann vielleicht durch den Transport ein bisschen verknickt ist, entstellt das nicht den wunderbaren Weihnachtsbaum. Beim Transport des 8,5 Tonnen schweren Prachtexemplars nach Frankfurt ist aber glücklicherweise alles gut gegangen. Die Fichte wird von der Frankfurter Feuerwehr entpackt und an den Kran gehängt. Die Frankfurter zeigen sich zufrieden mit der diesjährigen Auswahl. Aber wieso darf nun ausgerechnet dieser Baum das Wahrzeichen des Frankfurter Weihnachtsmarktes sein? Weil der Baum die Höhe hat, die wir benötigen, aber weil der Baum auch die Bedingungen erfüllt, dass er so gestanden hat, dass man ihn mit schwerem technischen Gerät anfahren und überhaupt fällen kann. Und auch die Äste nicht zu üppig sein dürfen, da man sie, wie man hier ja am Bild auch sieht, für die Straße zusammenbinden muss. Der Immergrüne erfüllt alle Kriterien eines stattlichen Baumes und ist zudem auch noch der höchste Weihnachtsbaum Deutschlands. Nörklern ist hier also ein Riegel vorgeschoben. Ursprünglich sollte der Christbaum August heißen. Nun wurde er aber auf den Namen Bertel getauft. Bertel Lämmerer war vor Ort der Tourismusdirektor, der das alles eigentlich mit mir begonnen hat, das Projekt, bis hin zum Aussuchen des Baumes. Und ist nach unserem letzten Besuch in der Steiermark wenige Tage später leider verstorben. Um 10:10 steht Bertel dann und fügt sich in die Kulisse des Frankfurter Römers ein. Auch der Bürgermeister aus Österreich findet, dass der Baum dorthin gehört. Ich glaube, es passt gut. Also Grimming, wo der Baum gefällt worden ist, ist der größte und mächtigste freistehende Berg in Europa. Und dann glaube ich, passt es sehr gut, dass er in die mächtigste Finanzmetropole Europa kommt, nach Frankfurt. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Römer wird der Baum nun geschmückt und mit ca. 6000 LEDs bestückt. Ab dem 26. November erstrahlt die Fichte dann in vollem Glanz.